Noch aus dem Gym, ich bin noch im Gym, werde gleich nach Hause fahren und dann das Video aufnehmen. In dem Video soll es heute um Ernährung gehen. Es soll darum gehen, wie ich mich gerade ernähre, ob das sich verändert hat zu der früheren Zeit und ich gebe noch meinen Senf dazu, ob man Fleisch essen sollte oder nicht. So, wie im Intro versprochen, Flex, wollte ich mich heute mal so ein bisschen äußern zu dem Thema Ernährung, wie ich da gerade so stehe, was gerade so mein aktueller Stand ist. Letztendlich habe ich alles schon durch in gewisser Weise, außer vegan. Und es ist irgendwie immer so, dass es immer so schwarz und weiß gesehen wird. Die einen sind so die ultimativen Pumper, die so richtig auf serious sind und dann auch so das Ganze wahrnehmen, also ungefähr so. Ey, ohne meine Superbox, ohne mich, also du musst immer 6-mal am Tag essen, ohne das machst du keine Gains, verstehst du? Gains! Ohne Superbox kannst du auf keine Party gehen, verstehst du, was ich meine? Oder halt, sie sind die übertriebenen Science-Freaks und machen das Ganze dann halt so zu einer Wissenschaft. Hallo, also nach der neuesten Science muss man 5,37 mal 567 mal essen, gar nicht 6 mal und man muss auch keine Tupperschale mitnehmen, dann machst du die meisten Gains. So ist das nämlich, weil die Science sagt das. Und ich bin wahrscheinlich genau dazwischen. Und zwar, ich habe halt schon lange eine Zeit lang oder eine sehr lange Zeit lang 6 mal die Woche gegessen, 6 mal die Woche am... Bro... Ich habe eine ganz lange Zeit 6-mal am Tag gegessen. Ich habe mir mein Essen prepared. Und es hat funktioniert, keine Frage, in gewisser Weise. Allerdings hat mich das im Kopf halt sehr, sehr eingeschränkt und zum Teil auch sehr gestresst, wenn du halt mal eine Mahlzeit nicht geschafft hast zu essen, weil du halt zu spät aufgestanden bist oder so what, irgendwas dazwischen kam, was in Lebensumständen nicht so optimal war. Den anderen Weg gehe ich gerade so ein bisschen, dass ich das alles sehr entspannt sehe, was vielleicht auch nicht der optimale Weg ist, weil man halt dadurch vielleicht auch so ein bisschen das verschenkt, weil letztendlich diese eine Sache ist ja, dass man kann mehr als 30 Gramm Eiweiß am Tag zum Beispiel zu sich nehmen, also in einer Mahlzeit. Das sollte ja allen bekannt sein. Das heißt, man muss nicht, um genug Protein zu essen, mehrere Mahlzeiten essen, damit der Körper das alles aufnimmt. Das wäre nämlich ziemlich ineffizient vom Körper, wenn das Ganze so sein würde. Das heißt, man sollte sein Protein aber dennoch über mehrere Mahlzeiten verteilen. Also es macht einfach Sinn, deinen Körper über den Tag mit Aminosäuren, also das heißt mit Eiweiß insgesamt zu versorgen und das alles nicht über eine Mahlzeit zu machen. Es macht Sinn, vielleicht dieser Rhythmus mit 3 Mahlzeiten am Tag. Da muss man halt individuell schauen. Manche Leute snacken gerne, dann essen sie öfter. Ich snacke nicht so gerne. Bei mir ist es so, ich mache jetzt mal ein Beispiel von dieser Quarantänezeit, die aktuell ist, wo ich gerade so ein bisschen so einen verkackten Rhythmus habe. Ich esse meistens so 2 bis 3 Mal am Tag. Esse meistens bis um 1 nichts. Dann esse ich eine Mahlzeit, in dem Fall Laugenbrötchen, because Laugenbrötchen sind einfach live. Ich liebe sie. Mit Kräuterquark meistens und dazu meistens noch ein Eiweißshake, um halt auf safe genug Eiweiß zu kommen. So komme ich auf so mit 40 Gramm Whey, 50, 60 Gramm Eiweiß in der Mahlzeit und dann gibt es halt noch eine weitere Mahlzeit später, eine große Mahlzeit, wo ich halt so auch nochmal so 40 bis 60 Gramm Eiweiß habe und dann esse ich halt meistens nochmal einen Quark oder einen König-Frischkäse mit Erdnussmus, weil ich das einfach unglaublich gerne mag. So, genau. Das sind nämlich die Basics, an die ich mich immer noch halte, von meiner ganzen Ernährungsweise. Das heißt, ich versuche immer noch, die 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu essen an Eiweiß. Das wären bei mir so um die 165 Gramm grob. Ich esse meistens zwischen 160 und 210 Gramm Eiweiß. Also da ist das kein Problem. Welche Quellen ich dann nehme, das werden wir später noch klären. Des Weiteren, ich gucke jetzt gerade nach da, weil ich mir das mal aufgeschrieben habe, was ich immer auch befürworte, was Bros ja immer noch machen, sie essen meistens ja Brokkoli und die Science sagt das halt auch und es macht einfach Sinn, dass ihr eine gewisse Menge Gemüse am Tag esst. Ich esse meistens 500 Gramm, meistens ist es TK-Gemüse, weil ich einfach fucking lazy bin, im Alltag einfach auch nicht so viel Zeit habe, aber ich esse jeden Tag 500 Gramm Gemüse. Wenn ihr das auch macht, ich glaube, es ist für das Immunsystem, für die ganze allgemeine Gesundheit sehr, sehr positiv.
Gemüsepfannen, TK-Gemüsepfannen sind in dem Fall aber da auch das Convenient, also das Einfachste, um letztendlich da darauf zu kommen, auf diese 500 Gramm. Des Weiteren benutze ich auch Supplemente, die aber jetzt nicht nötig sind, aber ich benutze halt letztendlich Omega-3, um nicht jede Woche Seefisch essen zu müssen, also fetten Seefisch, kann man aber auch über Seefisch machen. Da nehme ich ungefähr 3 Gramm Fischöl zu mir am Tag. Des Weiteren noch Magnesium, Zink, Ashwagandha, das probiere ich gerade, Melatonin und Kreatin und Vitamin D3, K2. Das sind so die Supplemente, die ich empfehlen würde auch, die einfach eher Health Benefits haben anstatt Trainings Benefits. Aber wenn ihr gesund seid, könnt ihr auch mehr trainieren und öfter trainieren. Also das heißt, die Sachen machen schon irgendwie Sinn. Von welchen Marken? Es ist eigentlich völlig Banane. Genau. Deswegen, des Weiteren ist es so, ich wiege mich tatsächlich noch fast jeden Tag als Richtwert, damit ich halt ungefähr weiß, okay, wenn jetzt mal ein Tag mehr war, dass ich dann den nächsten Tag vielleicht weniger esse oder das so anpasse und es ist eigentlich so natürlich auf einem Gewicht bleibt, beziehungsweise es langsam nach oben geht. Das ist nämlich gerade mein Ziel, also Muskeln aufzubauen. Das heißt, ich werde ein bisschen schwerer immer, darf aber halt auch nicht so schnell sein. Weil sonst kann man schon davon ausgehen, dass es einfach Fett ist und das ist einfach unnötig. Was noch ist, dass man ja Kohlenhydrate und Fett, das sind ja so zwei weitere Lieferanten und da bin ich auch nicht mehr so fixiert, dass ich das trenne oder dass ich nur mehr Carbs esse oder mehr Fett. Ich versuche schon immer eine gewisse Menge Fett zu essen am Tag. Kann auch mal ein bisschen drüber schlagen, wenn ich mal ein Eis haben will oder sonstiges, weil Eis ist auch live. Laugenbrötchen und Eis. Damn. Genau, dann esse ich halt mal weniger Carbs und dafür ein bisschen mehr Fett. Aber wie ihr seht, ist das alles relativ flexibel. Ich tracke auch tatsächlich aktuell einfach nicht mehr oder sehr selten, um mal eine Übersicht zu bekommen. Aber ich tracke halt nicht täglich, weil es einfach für mich schon erstmal einmal im Kopf ist und ich will mich davon auch wegbewegen, dass ich mich auf irgendwas festmache. Ich versuche das relativ intuitiv zu gestalten. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ja auch in dem Video eigentlich angekündigt ist, ob ich noch Fleisch esse, was ich davon allgemein halte. Letztendlich ist es so, ich versuche meinen Fleischkonsum so gering wie möglich zu halten. Ich esse aber noch Fleisch. Es ist auch argumentativ, spricht rein aus Sinnhaftigkeit nichts gegen Fleisch. Das Einzige, was gegen Fleisch spricht, ist das Tierwohl, was da im Vordergrund steht, weil die Tiere zum Teil echt beschissen behandelt werden. Und deswegen versuche ich meinen Fleischkonsum so gering wie möglich und so bewusst wie möglich zu machen, dass man halt sich vorstellt, da stirbt ein Tier, was man halt dann isst. Und das sollte einem auch immer bewusst sein dabei. Wenn man mit diesem Bewusstsein leben kann, dann kann man auch Fleisch konsumieren. Allerdings ist zum Beispiel auch so, was ich für eine Regel habe, ich konsumiere sehr, sehr selten Produkte, die abgepackt sind. Das heißt, ich konsumiere eigentlich nur Fleisch, frische Theke beziehungsweise ja, frische, aus der frischen Theke ist. Genauso esse ich fast kein Geflügel mehr, weil es einfach nicht nötig ist. Das Einzige, wo ich halt geschmacklich immer noch sehr daran hänge, ist in dem Fall Rind. Und das esse ich halt auch nur in Maßen. Also sprich, ich versuche das so ein bisschen zu handeln wie die Großeltern. So ein bis zweimal maximal die Woche Fleisch oder Fisch. Fisch ist noch ein bisschen öfter bei mir, einfach weil es sehr einfach ist. Und Sardinen zum Beispiel finde ich ziemlich lecker. Aber auch da bin ich dabei, das so ein bisschen zu reduzieren. Das heißt, ich würde mich als Flexitarier sehen. Das heißt, dass ich das flexibel gestalte, dass ich nicht auf alles verzichte, dass ich nicht nur immer kein Fleisch esse, aber so wenig Fleisch wie eben möglich. Was ich dann als Eiweißquellen nehme, ist halt in dem Fall, ich weiß, auch nicht optimal Milchprodukte, weil die Kühe und leiden halt auch drunter bei Milchprodukten. Aber ja, ich weiß halt nicht genau, man kann halt nicht immer alles gut machen und ich glaube, das ist einfach vielleicht der bessere Weg, als immer nur Fleisch zu essen. Das heißt, meine Haupteiweißquellen sind Whey, Harzer Käse, Quark, Königer Frischkäse. Ich glaube, das war's. Shit, ich kann das halt einfach gut vertragen. Und deswegen benutze ich Milchprodukte. Wie esst ihr? Das würde mich auch interessieren. Gebt mir mal Feedback, schreibt mir mal in die Kommentare oder was ihr von der Ernährung haltet und wie ihr euch selber ernährt und wie ihr zu dem Thema Fleisch steht. Würde ich super interessant finden und ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!